Zum Bonjour-Gespräch begrüße ich Anja Meyer von der TAZ in Berlin. Guten Tag. Schönen guten Tag. Mit seinen Reformplänen zur Agenda 2010 hat Martin Schulz den Wahlkampf eröffnet, und zwar mit dem Thema soziale Gerechtigkeit. Schulz greift an. Auf welche Strategie setzt denn die Union? Tja, die Union wird natürlich das, was sie präsentieren, das, was sie immer präsentiert, nämlich Sicherheit und Arbeitsplätze, quasi auch die Nähe zur Wirtschaft. Dafür steht sie ja, das ist bekannt. Aber in der letzten Woche habe ich eigentlich auch gespürt, dass in den Hintergründen hier in Berlin, dass es einfach auch immer wieder dazu kam, dass CDU und CSU-Politiker gesagt haben, sie seien die Partei der Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit. Das klang etwas ungewohnt, aber ich glaube, das ist der Union völlig klar, dass sie an diesen Themen nicht vorbeikommen. Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, das ist das große, große Thema im Wahlkampf. Hat die Union denn auch einen eigenen Slogan, ein eigenes Thema, mit der sie sich von der SPD absetzt? Tja, also ich glaube, was sie ausmacht, ist vor allem die Nähe zur Wirtschaft und natürlich ihre Spitzenkandidatin, die ja nun das krasse Gegenteil eigentlich ist zu Herrn Schulz. Also Merkel steht für ein Weiter-so, für eine lange Strecke in der politischen Arbeit, während Schulz quasi wie, es ist ein bisschen hier gerade, als wäre so ein Deckel vom Topf genommen worden, es gibt hier plötzlich frische Luft und es würden die Leute quasi jetzt, also die Wählerinnen und Wähler könnten jetzt auch mal anfangen, nicht nur irgendwie zu überlegen, wie kommen wir um die AfD herum, sondern es gibt jetzt tatsächliche politische Alternativen in diesem Land, die werden jetzt verhandelt und ich habe den Eindruck gerade, dass die Union sich eher noch sucht. Also so richtig klar ist das denen, ist das nicht. Vor allem, weil das weiß man und das spürt man auch sehr stark, es zwischen CDU und CSU immer noch mächtig knirscht. Schulz tritt sehr energisch und bürgernah auf. Sie haben es gesagt, Angela Merkel wirkt dagegen eher nüchtern. Bleibt sie, wie wir sie kennen, oder erwarten Sie, dass sich die Kanzlerin im Wahlkampf neu erfindet? Also diesen Wunsch aus ihrer Partei vor allem gibt es ja immer wieder, gab es immer wieder und gibt es immer wieder, dass Merkel sich menschlicher zeigt. Also meine Erfahrung ist, sie ist ein fühlender, ein empathischer Mensch. Aber sie kann das schlecht zeigen, zumindest im öffentlichen Raum. Und deshalb glaube ich, ehrlich gesagt, die Union tut schon ganz gut daran, wenn ihre Spitzenkandidatin sich da auch treu bleibt. Also wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre Angela Merkel eine unglaublich witzige, bürgernahe Person. Also das wird einfach nicht funktionieren und das ist auch nicht glaubhaft für die Wählerinnen und Wähler. Martin Schulz steht wegen seines Umgangs mit Parlamentsgeld während seiner Zeit im Europaparlament in der Kritik. Wie angreifbar ist er dadurch? Na, ich finde, diese Affäre, will ich sie mal nennen, hat vor allem eines gezeigt. Das ist jetzt nur ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das, worauf Martin Schulz sich jetzt einstellen darf im neuen Jahr. Es gibt, so hört man, Dossiers über ihn. Das ist auch ehrlich gesagt nichts Ungewöhnliches. Also das ist zwar menschlich irgendwie nicht gerade erfreulich, aber das ist natürlich klar. Im politischen Wahlkampf werden einfach die Schwachstellen des Gegners gesucht und ausgeschlachtet. Die Geschichte mit seinem Sprecher, Herrn Engels, finde ich, da hat jetzt das Europäische Parlament sich dazu geäußert. Die haben gesagt, da wäre nichts dran, das wäre alles rechtens, also alles nach den Regularien der Europäischen Union abgelaufen. Damit, glaube ich, muss man jetzt erst mal leben. Und das, den Eindruck habe ich jetzt auch gerade, dass Herr Schulz das jetzt quasi also, als abgegessen sieht. Sprechen wir über Deniz Yücel, der Korrespondent der Zeitung Die Welt, ist seit letzter Woche Dienstag in der Türkei inhaftiert. Ja. Yücel ist ein ehemaliger Kollege von Ihnen, richtig? Ja, ich habe jahrelang mit Deniz Yücel zusammengearbeitet. Die Nachricht, dass er inhaftiert worden ist, hat mich natürlich sehr getroffen und vor allem auch alle meine Kolleginnen und Kollegen. Und erfreulicherweise, muss ich sagen, gibt es da auch einen ganz tollen Schulterschluss mit den Kolleginnen und Kollegen von der Welt, die ja nun quasi gegenüber, das ist ja so ein bisschen unser Mitbewerber, arbeiten. Und diese Solidarität, da lassen sich die Journalistinnen und Journalisten einfach nicht spalten. Er ist wegen Terrorverdachts in Polizeigewahrsam. Hintergrund ist offenbar sein Bericht über gehackte E-Mails, die vom Konto des türkischen Energieministers stammen sollen. Wie passt das denn zusammen? Naja,
Wissen Sie, ich habe immer den Eindruck, das ist halt das Wesen einer Diktatur. Also wir kriegen das ja nun seit Monaten mit, seit dem Putschversuch in der Türkei. Dort verschwinden Menschen, dort werden Journalisten festgenommen, die kommen auch nicht wieder in Freiheit. Abgeordnete werden festgenommen, Bürgermeister, Richter, Anwälte, Lehrer, Universitätsprofessoren. Was Deniz Yücel jetzt passiert, ist ja quasi die Blaupause, also etwas, was uns jetzt unmittelbar betrifft, weil er den deutschen und den türkischen Pass hat. Aber das passiert dort seit Monaten. Und die Begründung dafür finde ich ja fast schon, ich meine, das geht ja die ganze Zeit so dort. Also die Regierung Erdogan rechtfertigt alles mit Terrorverdacht. Und dass Deniz Yücel da jetzt mit drunter fällt, ist wirklich beängstigend, muss ich sagen. Also wenn man schaut, wie es den anderen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes geht derzeit. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach den Fall bei einer Begegnung mit dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim bei der Münchner Sicherheitskonferenz an und forderte eine faire und rechtsstaatliche Behandlung. Wie bewerten Sie dieses Engagement? Könnten Politiker stärker auf die türkische Regierung einwirken? Also soweit ich weiß, also erstens ist es ein großes Zeichen, ein wichtiges Zeichen, das die Kanzlerin da gesetzt hat. Ich bin sehr froh, dass sie das getan hat. Mehr geht ja jetzt fast schon nicht, also erstmal auf diplomatischem Wege. Und ich bin fest überzeugt, dass das Auswärtige Amt sich da sehr, sehr engmaschig um den Kollegen Yücel kümmert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums da in engem Kontakt sind. Was da im Moment, wie es jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Ich habe mitbekommen, dass der Oppositionsführer im türkischen Parlament gestern auch seine Abgeordneten aufgefordert hat, sich stärker zu engagieren und diese Forderung nach Freilassung von Deniz Yücel aufrechtzuerhalten. Und ich habe auch mitbekommen, dass Martin Schulz sich auch zu diesem Thema geäußert hat. Im Grunde, alle demokratischen Kräfte sind sich ja einig. Es ist jetzt wirklich an der türkischen Seite, sich dazu zu verhalten. Die Haft ist jetzt erstmal um eine Woche verlängert worden und soviel ich weiß, geht es Deniz jetzt auch nicht so gut dort. Also das ist wohl recht kärglich. Also das, ja, nicht, also er hat wohl nicht mal was Warmes zu essen dort, habe ich gehört. Also es ist, ich mache mir Sorgen, ja. Ja, da werden wir das weiter beobachten. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Meyer nach Berlin. Bitteschön. Danke.